Der Kollege Herbert Behrens. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Kolleginnen und Kollegen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung machen sich seit vielen Jahren große Sorgen um ihre Zukunft. Junge Auszubildende werden nicht übernommen, ausscheidende Kolleginnen und Kollegen werden nicht ersetzt, die Belegschaft schrumpft seit Jahren. Zur gleichen Zeit beklagen die Verbände der Wirtschaft den Zerfall der Bundeswasserstraßen. Am Nord-Ostsee-Kanal kam die Sperrung der Schifffahrt teuer zu stehen, weil die maroden Schleusen ihren Geist aufgaben. Das ist nur eins von vielen Beispielen. Doch die CDU-CSU-Regierung der vergangenen Legislaturperiode mit der inzwischen ebenfalls vergangenen FDP war vom Geist der Privatisierung geprägt oder umnebelt, man kann es auch so nennen. Statt darauf zu schauen, was die Binnen- und Küstenschifffahrt zu einem modernen, ökologisch orientierten Verkehrssystem beitragen kann, nahm sich die Regierung die WSV als Apparat vor. Aber die ganze Geschichte ist schon älter. Zitat: Seit 1995 befasst sich das Bundesverkehrsministerium mit der Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, schreibt der Bundesrechnungshof in seinem Bericht von 2010. Und weiter, Zitat: Mit der Reform soll es auf die haushaltsgesetzliche Einsparquote bei den Dienstposten reagieren. Und genau darum geht es. Personalabbau als Maßstab von Reformen, das ist seit 20 Jahren die Erfahrung der Beschäftigten bei der WSV. Der Begriff Reform wird mit Personalabbau übersetzt, und das akzeptieren wir nicht. Außenämter zusammenlegen, Schleusen automatisieren, Bündelung von Dienstleistungen mit dem Ziel der Personaleinsparung. Das waren übrigens die gemeinsamen politischen Ziele der Regierung seit jener Zeit, und zwar in den unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Doch die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben gezeigt und zeigen es heute noch, wie wichtig ihre Arbeit ist. Sie fahren bei Wind und Wetter raus, um die Schleusen gangbar zu halten. Sie sind Tag und Nacht unterwegs, wenn zu viel oder auch zu wenig Wasser da ist, um die Schifffahrt gangbar zu halten. Schnell und kompetent reagieren sie, wenn es auf dem Wasser zu einem Malheur kommt. Und sie beweisen auch mit ihrer täglichen Arbeit, dass sie eben erhalten und dass es eben gar nicht zu Malheurs kommt und die Zwischenfälle sich wirklich an wenigen Händen abzählen lassen. Selbst bei Anlagen, die Jahrzehnte oder manche sogar ein ganzes Jahrhundert alt sind. Die Linke hat in den letzten Jahren der schwarz-gelben Koalition die Belegschaft der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung bei ihrem Kampf um den Erhalt einer funktionsfähigen Ausführungsverwaltung unterstützt. Und heute, nachdem der ziellose Umbau der WSV halbwegs gestoppt werden konnte, beraten wir den Antrag, Reform der Schifffahrtsverwaltung konsequent fortsetzen. Das haben die Kolleginnen und Kollegen der WSV nicht verdient. Sie brauchen keine WSV-Reform 2, nachdem die WSV-Reform 1 gescheitert ist. Wir unterstützen die Aussagen im grünen Antrag sehr wohl, wo es heißt, dass neue Aufgaben etwa im Natur- und Artenschutz zu bewältigen sind und dass die Unterhaltung der Flüsse nach ökologischen Kriterien an Bedeutung gewinnt. Alles richtig. Aber da hilft uns doch nicht weiter, an einem Umbau der WSV festzuhalten, der eben nicht an den neuen ökologischen Aufgaben der WSV orientiert ist. Wir können doch nicht fortsetzen wollen, was von vornherein ausschließlich auf Personalabbau ausgerichtet war, die Zerschlagung der WSV und die Privatisierung von Aufgaben zum Ziel hatte. Die Linke unterstützt stattdessen die WSV-Belegschaft in ihrem Engagement für eine zukunftsfähige Bundesbehörde. Ihre Arbeit wird sich verändern. Wer weiß das besser als die Betroffenen selber? Sie sind doch heute schon dabei, im Netzwerk zu arbeiten. Sie bilden selbstständig arbeitende Inspektionstrupps, die Störungen des Schiffsverkehrs erst gar nicht aufkommen lassen. Und das tun sie mit guten Ingenieuren und guten Handwerkern, wie wir zum Beispiel in Aurich haben sehen können. Es bleibt dabei, eine Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes muss die Behörde so modernisieren, dass sie ihre Arbeit machen kann. Dafür braucht sie qualifiziertes Personal, eine gute technische Ausstattung und einen klaren Auftrag. Dafür tragen wir die Verantwortung. Mit einem Antrag, der die Unsicherheit der Belegschaft verstärkt, kommen wir dieser Verantwortung nicht nach. Nächster Redner ist für die Sozialdemokraten der Kollege Gustav.